Im Laufe unserer Zeit haben wir immer wieder Jobs, wo wir denken, das ist der absolute Traumberuf, das muss ich machen und nichts anderes. Häufig jedoch kommt es ganz anders, als man denkt, und entweder hat man gar keine Lust mehr auf diesen Job oder man macht etwas ganz anderes. Doch jeder hat irgendwo mal einen Traum gehabt und genau darüber möchte ich heute mit euch reden. Denn heute möchte ich mit euch ein wenig über meine Traumjobs als Kind und Jugendlicher reden. Doch ich bin natürlich auch auf dich gespannt, deswegen schreib mir doch jetzt mal unten in die Kommentare, was dein absoluter Traumjob als Kind war, was du jetzt gerade machst und was vielleicht jetzt dein Traumjob ist. Und natürlich lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, dann sehe ich, dass dir solche Themen gefallen. Einer meiner ersten absoluten Traumjobs war die Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, umgangssprachlich auch Müllmann genannt. Als Kind fand ich die Müllabfuhr einfach unfassbar faszinierend. Die Technik, die Tonnen einfach da einzuschieben, dass sie hochklappen, dass sie leer gemacht werden, dass die Leute hinten draufstehen konnten und ein wenig fahren konnten und während der Fahrt einfach draußen standen. Ich fand das immer Wahnsinn und für mich waren diese Leute immer absolute Helden. Und als Kind habe ich auch immer mit Figuren davon gespielt. Also ich hatte so kleine Mini-Mülltonnen, ich hatte so einen kleinen Mini-Müllwagen und habe immer das nachsimuliert, wie es denn so ungefähr funktionieren wird, wirklich dann mit den großen Tonnen auch. Und auch heute noch habe ich vor diesen Leuten unfassbar großen Respekt, denn ohne die wären unsere kompletten Straßen zugemüllt und wir hätten da draußen noch ein ganz anderes Problem. Deswegen, wenn du da draußen vielleicht genau das machst, danke an dich. Danke, dass du das machst. Jedoch hat sich bei mir eben mit der Zeit das komplett dagegen entwickelt und ich hatte absolut kein Interesse mehr daran, weswegen wir dann jetzt auch zum nächsten Traumjob kommen. Und der nächste absolute Traumjob, der wirklich viele Jahre gehalten hat, war der Pilot. Und ich glaube, der Pilot ist für viele Leute da draußen ein Traumjob als Kind oder vielleicht auch sogar einfach noch als Erwachsener. Fliegen hat für mich einen unfassbar großen Reiz. Einfach auf 39.000 Fuß da oben fliegen wir mit einer unfassbaren Geschwindigkeit, was für uns unten total langsam aussieht, ist oben unfassbar schnell und du bist innerhalb von ein paar Stunden einfach am anderen Ende der Welt. Und als Jugendlicher hast du natürlich auch noch andere Vorstellungen. Da denkst du natürlich, okay, du fliegst wirklich die gesamten 6, 7, 8 Stunden dauerhaft mit Lenkrad in der Hand und fliegst. Dass es dann sowas wie Autopiloten gibt, die dann sehr, sehr viel übernehmen, das hatte ich ja damals noch gar nicht auf dem Schirm. Sehr stark gereizt hat mich dabei immer der Start und die Landung. Es ist irgendwo logisch, aber das war immer super interessant für mich, dieses Verantwortung übernehmen für die Leute, die du jetzt transportierst, um das Flugzeug wirklich sauber hoch oder runter zu bekommen. Fand ich immer unfassbar schön und ich hatte dabei gleichzeitig auch den Gedanken, ja, so wirst du ja bestimmt auch die Welt besser sehen. Dass Piloten allerdings nicht dann 2 Wochen da auch Urlaub machen, naja, das ist mir dann auch erst später aufgefallen. Kommen wir zu Beruf Nummer 3 und das war der Fußballprofi, einer der Standarddinge für Fußballfans. 14 Jahre lang habe ich im Verein Fußball gespielt und ich habe es unfassbar doll geliebt und ich liebe es ja immer noch. Ich persönlich war eben Torwart und habe immer davon irgendwie geträumt, vielleicht doch irgendwie weiterzukommen. Und es gab immer mal so Situationen, da hätte man vielleicht eine Chance gehabt. Allerdings hatte ich damals eben auch noch nicht so den Ehrgeiz, wie ich den heute in Sachen Sport habe. Unter anderem war ich eben beim Fördertraining vom DFB. Das war ein extra separates Training hier im Kreis, wo wir dann eben nochmal speziell gefördert wurden, einmal die Woche. Das habe ich aber immer nur so schleppend mitgenommen und habe da nie so wirklich so 100% gegeben. Das war einfach so, ja, der Ehrgeiz war dann doch nicht so da. Mit dem heutigen Wissen würde ich natürlich vieles anders machen. Ich würde ganz anders trainieren, ich würde viel mehr Gas geben und ich würde auch deutlich mehr auf meinen Körper achten. Eine Sache, die ich ja später selber noch bereut habe jetzt. Dazu muss man natürlich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit vom Fußball leben zu können sowieso sehr gering ist, weil man muss ja immer schauen, wie viele Spieler schaffen es dann wirklich. Und das ist immer die Minderheit. Also klar, wenn man in der U23 oder U19 ist, dann schafft es mal 1 oder 2 Personen wirklich dann in die erste oder zweite Liga. Die restlichen Leute müssen dann wirklich einen anderen Job nehmen. Und so hat sich dann mit der Zeit auch dieser Berufswunsch immer weiter entfernt. Ich habe zugenommen und wir sind jetzt hier, wo ich jetzt gerade bin. Kommen wir zum vierten Beruf und das war der Beruf des Journalisten. Über etwas recherchieren, sich informieren, Hintergründe erforschen und einfach dann einen kritischen Bericht schreiben, das fand ich immer super spannend. Es gab da jedoch nur so ein paar Probleme. Auf der einen Seite brauchst du für ein Journalismusstudium eine verdammt gute Abiturnote und diesen Berufswunsch hatte ich so ein bisschen in der Zeit, wo eine gute Note und ich 2 komplett getrennte Wege gegangen sind. Oder auf der anderen Seite hatte ich immer den Punkt, ich möchte nicht für eine Zeitung arbeiten. Das bedeutet für eine reine Printzeitung. Denn ich persönlich bin der Meinung, dass eben eine Zeitung immer noch in der Printausgabe auch gelesen wird. Klar. Auf Dauer es aber immer weniger wird. Und das zeigen ja auch die Zahlen. Und deswegen muss das schon ein digitales Medium sein. Und es gibt eben genug Anwärter genau für diese Jobs. Und da war immer so der Punkt, da war die Motivation dann doch nicht hundertprozentig, weil ich auch wusste, wie gesagt, der Notendurchschnitt bei mir
Naja, der fünfte und ein sehr, sehr früher Traumjob war immer der des Sportmoderators. Ich habe bereits im Kindesalter immer an der PlayStation oder am PC FIFA gespielt oder Pro Evolution Soccer oder This is Football und habe selber das Spiel kommentiert und habe den Kommentator eben im Spiel ausgemacht. Ich habe immer meine eigenen Spiele kommentiert, was gerade für eine Taktik aufgestellt wurde, was das Ziel des Gegners ist, wer jetzt besser ist, was man gerade sieht und so weiter. Ich habe wirklich das Spiel kommentiert, als wenn mir gerade irgendwie 2 Millionen Zuschauer zuschauen würden. Und tatsächlich hat mir das sogar sehr, sehr stark geholfen, denn dadurch habe ich gelernt, freier zu sprechen und auch einfach mir den nächsten Satz bereits im Kopf zu überlegen, bevor ich ihn denn jetzt sage. Und das hat mir auch dann in der Schule wirklich geholfen bei Präsentationen. Und ich behaupte auch, YouTube hier hat davon echt profitiert. Für mich war es jahrelang wirklich der Traum, im Stadion zu sitzen, egal jetzt ob bei Sky, Premiere, Arena damals oder whatever, und das Spiel einer Fußballmannschaft zu kommentieren und meinen Senf dazu abzugeben. Informationen über die Spiele, über den Background, der Details einfach so allgemein und das Spiel wirklich leidenschaftlich zu kommentieren. Und auch mal so ein Spoiler, das würde ich heute auch nicht ablehnen, denn ich finde es einfach immer noch unfassbar faszinierend, Spiele zu moderieren. Und manchmal regen mich die Kommentatoren dann richtig auf, weil ich mir denke, was labert ihr eigentlich? Das ist doch Schwachsinn. Und das waren 5 meiner absoluten Traumjobs als Kind und als Jugendlicher. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du für Jobs hattest oder was jetzt gerade dein Traumjob ist. Schreib es doch gerne jetzt mal in die Kommentare. Ich freue mich darauf, dann können wir uns da ein wenig drüber unterhalten. Jetzt wünsche ich dir aber noch einen schönen Tag. Mach was draus und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao.